Ich muss darauf achten, dass ich genügend Leute dabei habe, weil es nicht nur die Menschen sind, die im Rollstuhl sind, die es schwierig macht zum Transportieren. Auch bestimmte Formen von geistiger Behinderung ist schwierig, weil ich muss mehr Augen haben, die auf die aufpassen, dass die nicht auf die Gleise springen, das weiß ich, solche Sachen. Und das sind Dinge, die ich mir alle im Vorhinein überlegen muss. Und deswegen, ja, ist es so, dass wenn ich jetzt beispielsweise eben so einen Ausflug mache, dann ist es wesentlich mehr Planung. Und vor Ort kann immer noch irgendetwas sein, dass eben die Hotline bei der Bahn, wo sich herausgestellt hat, oder wo ich die Antwort bekommen habe, ja, der Lift funktioniert. Und dann bin ich vor Ort und stelle sich heraus, der Lift ist doch kaputt. Und dann muss ich vor Ort eben improvisieren. Und das ist im Wesentlichen diese Dinge, die ich in allen Projekten und allen Dingen, die ich inklusiv mache, im Kopf haben muss. Ich muss es gut planen, ich muss verschiedene Varianten anbieten, ich muss ungefähr im Kopf haben, der könnte dabei sein. Und dann muss ich im Zweifelsfall eben auch improvisieren. Das lässt sich nicht aus. Das heißt, wenn ich das jetzt mal übersetze auf den medienpädagogischen Kontext, dann nehme ich jetzt mal ein paar typische medienpädagogische Disziplinen raus und mache so ein bisschen beispielhaft das, was ich in diesen drei Leitsätzen formuliert habe und versuche das so beizubringen. Zum Beispiel Computerspielpädagogik. Das Computerspiel Nummer 1 bei uns, na gut, neben FIFA, ist Minecraft. Das habe ich angeschafft vor 2,5 Jahren und die Wahrheit ist tatsächlich, sie spielen nichts anderes im PC-Raum. Oder fast nichts anderes, sagen wir es mal so. Das ist einfach ein Spiel, was irgendwie geschlechterübergreifend, altersübergreifend alle Leute fasziniert und vor allem ist es ein Spiel, das man pädagogisch verdammt gut nutzen kann. Das fängt damit an, dass man Minecraft in verschiedenen Varianten spielen kann. Also ich habe einen Survival-Modus beispielsweise, das kennen vielleicht viele, da muss man tatsächlich alle Ressourcen sich selber erfarmen, man muss gegen irgendwelche Zombies sich wehren und so weiter. Das ist der schwerste Weg, vielleicht auch der spannendste, aber für viele ist es auf jeden Fall mal der schwerste. Ich kann aber auch die Monster ausschalten, wenn mir das zu doof ist und wenn ich vielleicht nicht Zeit habe, mich ständig darum zu kümmern. Und ich kann in den Kreativitätsmodus wechseln, wo ich alles, was es gibt, schon da habe und ich kann es quasi als eine Art virtuelles Lego-Bausteinsystem mit anderen Varianten spielen. Und das kann ich nicht nur alleine spielen, sondern ich kann es auch im Netzwerk spielen, ich kann es auch über Server spielen. Meistens spielen wir es über LAN mit mehr Leuten, die da sind. Und da gibt es ein wahnsinniges Potenzial. Einer der Projekte, die ich im Computerspielbereich gerne mache, die bei uns sehr beliebt sind, das habe ich genannt Minecraft-Duell. Das sieht folgendermaßen aus. Ich habe im Vorfeld verschiedene Maps gebastelt in Minecraft, wo ich verschiedene Aufgaben lösen lasse. Und diese Maps gestalte ich sehr unterschiedlich und jeweils mit einem anderen Spielprinzip. Und nach Möglichkeit so, dass ich relativ sicher sein kann, dass für jeden, der da mitmachen möchte, was dabei ist. Sowohl für die Leute, die die totalen Minecraft-Cracks sind und überhaupt nichts beibringen, dem nichts beibringen muss, für die Leute, die wenig bis gar kein Minecraft spielen oder auch die Leute, die aufgrund ihrer Behinderung bestimmte Aspekte jetzt beim Computerspielen bei Minecraft nicht hinkriegen.